liebe Leute, dann rein mit euch hier in die in den Motor. Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Hey, ist das eine Art Karussell? Oh, es geht los. Oh nein, dieser Schmerz, dieser Agonie. Okay. Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Okay, Zeitmaschine ist repariert. Jetzt kann ich auch die Zeitmaschine benutzen. Aber wir wollen natürlich die Erdnussmusse auf das Brot schmieren. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. Oh, der gute Wenzel. So, ab in die Richtung Zukunft. Du kriegst ein Brot. Hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama es mir immer gemacht hat. Es stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Und? Schmeckt's? Ich hoffe, ich verderbe mir nicht den Appetit für meine echte Mittagspause. Immerhin kann man das hier wohl kaum zählen. Ich bohre ja. Dann bohr mal nicht. Aber vielleicht kann ich nochmal auf die Sirene hauen. Vielleicht verschwindet er dann. Oh je. Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Warum geht er nicht? Okay, ich hab das Hemd. Mal gucken, was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt? Okay. Hingeben. Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht kaputt. Ich weiß. Wir sind schnell. Empfehle uns gerne weiter. Und? Schon aufgeregt? Du Rufus. Ich bin mir langsam nicht mehr so sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir die Aktion abblasen. Ach, Paperlatüt. Natürlich ist das eine gute Idee. Du hast nur kalte Füße. Das ist ganz normal. Hast du denn einen Frack und einen Ring auftreiben können? Ist in Arbeit. Wenn du in Paradox City nicht fündig wirst, frag vielleicht mal die Jungs vom Portalbauamt. Der Architekt weiß für gewöhnlich, in welcher Zeit man was finden kann. Nicht vorsagen. Oh. Also da unten wieder, den da. Architekt. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Was könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung? Du hast recht. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten. Schon wieder Ruhe ist. Warum? Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Gemeinheit. Ich hab's genau. Ja, natürlich. Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was.
Mhm. Glücklicherweise hast du diesmal einen Strohhalm dabei. Mhm. Man trägt jetzt Glatze. Hm. Ich gebe das mal so weiter. Ein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Mhm, mhm. Der neueste Trend sind extravagante Hüte. Hm. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Bauhelme, die machen einen schlanken Fuß. Hm. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit... Warnhütchen vielleicht? Hm. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant ohne einen Aluhüte sind jetzt in. Kein Zweifel. Hm. Mein Informant ohne einen Easy Man. Man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Natürlich. Mhm. Ja. Hm. Ja, das dürfte wohl reichen. Mein Informant ist zufrieden und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Da, und jetzt verschwinde. Wozu braucht man eine Karte, wenn man einen unfehlbaren Orientierungssinn hat? Mein Orientierungssinn sagt mir, ich sollte schleunigst jemanden finden, der diese Karte hier lesen kann. Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja, das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Pappalapapp! Hör nicht auf die Leute. Es würde mir im Traum nicht einfallen. Hm. Zeitleitung. Check. Karionenkonzentrator. Check. Hämorrhoidenring. Check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu. Verdammter Butterstampfer. Hm? Verdammter Butterstampfer. Hm? Ich glaube, du musst zum Doc rein. Zu dem. Ja. Bisschen klein, deine Zeitmaschine. Sie ist smaller on the inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Und los geht's. Und der Mute ist auch schon wieder vorbei. Glück. Oh nein, nicht schon wieder. Du kennst diesen Ort? Ja, ich war heute schon mal hier. Beziehungsweise, es kommt noch auf mich zu. Der Turban, die Bowlingpoliermaschine, alles steht noch ungenutzt an seinem Platz, ohne meine klebrigen Fingerabdrücke. Oh je, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter?
ja. Die Tücken der deterministischen Zeitreise. Als du vorhin hier angekommen bist, waren wir bereits weg. Das heißt auch, dass wir nicht abreisen können, bevor alles wieder genauso ist, wie du es nachher vorgefunden hast. Und was passiert, wenn ich doch etwas verändere? Das kommt ganz darauf an. Ist dir bei deinem letzten Besuch zufällig ein Aschehäufchen aufgefallen, genau da, wo wir jetzt gerade stehen? Wie wär's damit? Ich hole meine Sachen und versuche anschließend alles genau so herzurichten, wie ich es später vorgefunden habe. Das wäre begrüßenswert. Ob ich das noch weiß? Oh Herrgott. Was kann ich denn hier alles? Oh, viel. Die hatte er doch vorhin noch nicht. Oder vielmehr nachher nicht mehr. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist. Ja, schon wieder. Hallo mal wieder. Kennen wir uns? Na klar, du bist doch das Pfeifenkopfmännchen, der Wahrsager aus Porta Fisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Obwohl, das kommt ja erst noch. Oh oh, warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja. Das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Na, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Oh je. Jetzt ist alles kaputt. Ich habe schon alles kaputt gemacht. Ach ja, das weckt Erinnerungen. Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Ach ja, das weckt Erinnerungen. Die Bahn? Standen die Pins später auch schon da? Aber da war doch eine Bowlingkugel. Sein Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge! Der graue Star verhindert zwar das, aber wir ran. Noch mal mit ihm reden. Und? Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht. Alles muss. Ich denke an nichts anderes. Okay. Ich soll ja nicht mit denen reden. Wozu brauchen Leichen Make-up? Ich hoffe, da plant nicht irgendeine davon, heute noch auszugehen. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. War der schon immer in dem... Nein, der hatte den Anzug davor nicht. Ich bezweifle, dass er das noch benötigt. Der hatte nämlich das Laken an. Wer sich selber eine Grube gräbt, ist bereits hineingefallen. Hey, stopp! Das ist meine Schaufel. Nur Totengräber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, nur hab dich doch nicht so. Und dann noch. Aufwendiger Müll. Nicht gerade der ideale Landeplatz. Ich hoffe... Nicht gerade der ideale Landeplatz. Ich hoffe, da passiert noch was, bevor ich hier nachher abstürze. Wieso bin ich jetzt da draußen? Dann will ich mit dem mal reden. Mit dem Hut hätte ich ihn fast nicht erkannt. Im heutigen Hutmode-Ranking ist er damit definitiv Top 5. Eine traurige Bilanz. Totengräber, von dem nehme ich mir den Anzug. Okay. Hallo Fremder, falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben, allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst.
Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Kann ich mir dein Zeug ausleihen? Nein. Das ist Spezialequipment für Totengräber. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Ah, schön. Ich verschwinde. Tüdelü. Tüdelü? Tüdelü. Ich möchte ihm das Laken anfangen. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Nein, danke. Es sieht bequem aus, aber mein Berufsstand verpflichtet mich, das offizielle Totengräber-Outfit zu tragen. Sonst würde ja jeder Hans Franz mit einem Spaten herumlaufen und Angehörige verbuddeln. Ach komm schon, das kontrolliert doch keiner. Glaub mir, ich hatte es mal vergessen und mir dadurch eine Abmahnung eingehandelt und eine Blasenentzündung. Okay. Muss ich wirklich mit denen da unten reden? Ich glaube, ich muss mit denen da unten reden. Na, hallo, ich will da runterlaufen. Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch. Die wecke ich lieber nicht auf, wenn sie mich wiedererkennen. Ja, die will ich nicht. Hey, stopp! Die Farm? Hey, stopp! Das ist meine Schaufel! Nur Toten! Ach, nur habt ihr... Zum Wegwerfen zu schade, als Grabbeigabe zu ordinär. Doch erstmal zum Mafioso. Mafioso? Kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht. Kommen wir hier nicht weiter. Da steht ja der Dicke im Weg. Das wird ihn nicht interessieren. Ah, ich sehe, du hast Talent. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenz... Das... Die sollte ich lieber nicht an... Die ist gen... Nee, ich verstehe. Die sollte ich lieber nicht... Die ist gen... Ich mag mich irren, aber ich glaube, das spielt man mit einem Ball. Deswegen will ich ja eigentlich gerne die Kristallkugel. Die Kristallkugel habe ich bestimmt mit dem Zeug gefärbt. Wie soll ich das machen? Mit dem Spaten wahrscheinlich da drauf hauen, aber. Nicht mehr. Einfach nicht mehr, was ich machen kann. Blick's gerade nicht. Standen die Pins. Was übersehe ich gerade? Kann ich nicht wegnehmen. Du hast nur mit dem Seher einmal angefangen zu quatschen. Versuch nochmal weiter zu quatschen. Du hast doch schon angefangen. Kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Ah. Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach komm schon, es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay, na dann. Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Na nun, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder?
Tja, oder? Oh je. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Oh oh. Na nun, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet nein. Mist. Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. Murmel. So ein Karlauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Frack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Oh nee. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Glatze. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was?